Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadum mit einer neuen Folge Age of Wonders Planetfall. Was ist letzte Folge passiert? Wir hatten hier eine Invasion der Wachstumsfraktion zurückgeschlagen. War relativ problemlos, zwei kleinere Armeen sind hier angelandet und wir hatten ja sowieso schon unseren Großteil unserer Armee hier unten. Und wir bereiten uns natürlich weiter vor auf die Invasion der Baumkuschler, die nach wie vor im Krieg sind mit dem Syndikat hier. Meine Hoffnung ist natürlich, dass sie dann hier im Westen ihres Reiches kaum Armeen haben. Wir werden es aber sehen, wenn wir dann hier übergesetzt sind. Ja, des Weiteren habe ich mir mal angeschaut. Wir haben hier eine ganze Menge Kosmit auf Lager. Und bevor es zu den großen Schlachten gegen die Amazonen kommt, werden wir da noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Einheiten, Manager-Vorlager und dann erstmal das hier rückgängig machen. Da haben wir ja Mist gebaut. Wir hatten das hier eingebaut und da werden ja sämtliche Angriffe des Verschlingers in Blitzschaden umgewandelt. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ja? Also unsere Angriffe sind ja auf Biologie-Angriffe und auf Psy-Angriffe ausgelegt. Bei dem Verschlinger hier, glaube ich, waren es Biologie-Angriffe und wir haben ja da verschiedene Modi und verschiedene Möglichkeiten, die da noch zu verstärken. Und dieser Blitzschaden bringt uns, finde ich jedenfalls, überhaupt nichts. Dann nehme ich das wieder raus, ja. Und schauen wir, was wir da reinnehmen können. Sowas wie eine Heilung. Wir sollten ja schon versuchen, irgendwie was mit Schaden reinzunehmen. Rüstung schmelzen. Naja. Seuchenkapseln. Nee. Ausnehmen. Wir nehmen die beschleunigte Heilung mit rein. Ich würde sagen, wir nehmen die beschleunigte Heilung mit rein. Und belassen das dann dabei. Um ein bisschen mehr HP und die Einheit heilt sich auch etwas mehr. 15% glaube ich pro Kampfrunde. Wir nehmen was von den Kyoko. Beziehungsweise, ne, wir nehmen das biomechanisch hier. Was haben wir denn noch? Ne, oder was passt denn zu den Verschlingern? Welches Symbol? Aber das haben wir hier noch nicht. Wir nehmen das mit rein. Wie nennen wir es? Nehmen wir jetzt mal weg und das ist halt unser erster, also eigentlich ist es unsere zweite Modifikation der Verschlinger, aber mit dieser neuen Bezeichnung ist es halt die erste und die zwei soll repräsentieren, wie viele Mods hier drin sind. A-2. Der Rest wird ja automatisch mit hineingenommen, die Verschlinger. Wo haben wir es hier? A2 Verschlinger. Sehr schön, da werden die modifiziert. Und dann werden wir auch mal noch. Da haben wir zwei Einheiten von den Versteckten, die haben wir auch noch nicht modifiziert. Da müssen wir uns mal anschauen, was wir da reinnehmen können. Ich werde dafür hier dieses Mantra der Klarheit reinzunehmen. Das bewirkt eine Schwächung und noch zusätzlich 10% Schaden auf alle Fähigkeiten. Beschleunigte Heilung. Die haben zwar nur 45 HP, aber die stehen ja relativ weit hinten. Und daher bin ich eher dafür, dass wir das hier noch mit reinnehmen. Die Treffsicherheit wird um 20% erhöht und plus 1 strategische Sichtweite. Und nochmal 5 HP Trefferpunkte hinzu. Nehmen wir das noch mit rein. Was von den Kyoko nehmen. Irgendwas, was mit Psy zu tun hat. Was sieht denn so? Ah, das hier. Fernkämpfer. Perfekt.
ebenfalls A-2. Schauen wir uns das mal in den Armeen an. Die müssten ja jetzt automatisch modifiziert werden. Ja, hier seht ihr das hier oben. Wunderbar. Smith ist abgegangen und ich glaube sogar auch Energie. Wir können die Armee noch bewegen. Da warten wir noch auf diese Einheit. Kann ich nicht mehr bewegen. Und wir können die Runde beenden. Was machen denn unsere Gegner? Da haben wir die Amazonen. So viel dazu, dass sie ihre Armeen alle im Osten haben. Verdammte Hacke, die kommen. Haha, krass. Da kommt es ja eher zur Schlacht, als ich gedacht hätte. Ich dachte, die warten noch so lange, bis wir bei denen angelandet sind. So wie es ausschaut, nö. Und da im Süden ist auch eine Armee. Ich glaube, der Vorhut-Fraktion. Ja. Das sind zwei Einheiten drin. Was haben wir eigentlich zu den anderen so für Beziehungen? Das Syndikat hasst uns, die Amazonen sowieso. Und die Twa'a hassen uns ebenfalls. Die Assembly, die mögen uns. Wir haben mit denen auch einen Nicht-Angriffspakt. Und die Vorhut, naja, ist neutral. Das ist nämlich auch so ein Problem, ne? Also wenn wir dann unsere gesamte Armee hier drüben bei den Amazonen haben und uns greift hier irgendwo noch jemand anderes an, haben wir ganz schön ein Problem. Weil eben wir unsere Armeen wieder in die Richtung gezogen haben, gen Osten, dauert das ewig und da könnt ihr hier ordentlich wüten. Aber wir werden uns das bei gegebener Zeit mal anschauen und natürlich auf jeden Fall die Verteidigung von den Städten weiter ausbauen. Das hat oberste Priorität. So. Und da warten wir ja mit. Auf die hier. Sehr schön, ziehen wir rüber. Pusteleinheiten alle gen Norden. Also unsere beiden Hauptarmeen. Wir müssen das hier verbinden unbedingt. Und das hatte ich mir nochmal angeschaut. Ich denke mal, wir hatten ja letztens gerätselt, wieso wird das jetzt hier, können wir das nicht irgendwie umändern, dass es zu unserer Kolonie wird. Ich denke mal, es dauert eine Weile, bis man dann irgendwas machen kann und... Oder die haben das mit dem Patch eingeführt. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich denke mal eher, dass es ein paar Runden gedauert hat, bis man dann hier etwas modifizieren kann. Sektor modifizieren. Und da steht dann hier halt, dass man entweder sich mit denen anfreunden soll oder dass man das erobern soll. Haben wir ja gemacht. Und das, dann kann man das anschließen. Also das ist keine eigenständige Kolonie wird das, sondern es wird nur ein Sektor von der Kolonie. Das hieße, dass wir mit Altresil uns hierhin auf jeden Fall ausbreiten müssen. Entweder hierhin. Wäre nicht schlecht. Gibt es einen Psy-Schrein, der uns nochmal 5 Forschungspunkte gibt. Also werden wir uns wahrscheinlich hierhin ausbreiten. So dass wir dann den Sektor für Altresil anschließen können. Unser Plan war ja natürlich, oder ich ging davon aus, dass es eine eigenständige Kolonie dann wird, aber wird es leider nicht. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, was haben die denn hier? Ja, immerhin knapp 1000 Armeestärke und hier auch nochmal. Also das sind 1300. Wahrscheinlich werden die diesen Sektor hier angreifen wollen. Da kann man denen im Moment nichts großartig entgegensetzen. Was haben wir denn hier für eine Kolonienmilizstärke? 430. Ehe wir dort mit der Armee sind, werden die das wahrscheinlich. Wobei, die müssen die Armee auch noch besser. Wir könnten es probieren, dass wir das beschützen. Wollen wir das wagen, Leute? Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich sagen, wir warten ab, bis da Verstärkung eintrifft. Aber. Machen wir nicht. Wir werden die Armee wassern und dann versuchen, das Auslandviertel mit der Armee noch zu schützen. Wir
haben wir noch ein paar Scouts, mit denen wir scouten können. Wenn wir Glück haben, kann man hier oben noch was aufpicken, jawohl. Bastlermethoden. Du hast herausgefunden, dass dieser Transporter mit Plänen und Materialien für zwei verschiedene Waffen beladen war. Leider ist ein Großteil der Materialien mittlerweile unbrauchbar, sodass nur noch eine Waffe hergestellt werden kann. Blitzwerfer herstellen. Klasse 3, Sekundärwaffe. Ein Gegenstand Sekretor herstellen. Oder wir nehmen die Produktion. Wir nehmen die Produktion. Produktion ist fertig geworden. Was hatten wir hier produziert? Rimsko hat eine Energiebewertung. Production ready! Wir haben ja auch noch diese Quest der Roboterfraktion der Autonomen. Dann werden wir das mal produzieren. Und dann haben wir noch Bakusil Hydrobewirtschaftung. Production ready! Sehr schön. Gibt es noch eine ganze Menge, was wir bauen können. Priorität. Falls sie uns jetzt angreifen und wir verlieren was, wir bauen mal hier erstmal nichts. Weil wenn die uns jetzt hier angreifen, wir verlieren das, ja, dann hätten wir da ja umsonst was gebaut. Ja, wir bauen da halt diese Energieproduktion. Ja, Energieerzeugung. So. Operations primed and ready. Ja, Crossus Belly brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann beenden wir die Runde und schauen uns einfach mal an, was die hier fabrizieren werden mit ihren anderthalb Armeen. Also viel haben sie nicht gemacht, ne? Das sind alles fliegende Einheiten hier. Die haben sie gewassert. 651, kann durchaus sein, dass sie das Außenviertel angreifen wollen. Wir werden das eiskalt besetzen, also unsere Armee draufstellen und dann sollen sie mal kommen. Production ready! Ist fertig geworden. Wir können einen weiteren Sektor hier anschließen. Oh, sehr schön. Ebenfalls in Altresil einen Sektor anschließen. Da hatten wir doch hier, genau. Wir werden das so machen, dass wir zuerst halt hier unten suchen, dann diesen Knoten anzuschließen. Produzieren wir diese Quest weiter. Sauber fehlgeschlagen. Systems infiltrated. Feindliche Agenten wurden dabei ertappt, als sie gerade in unseren Anlagen eindringen und Geräte zur Absaugung von Energie aus unseren Reserven installieren wollten. Nach stundenlangem Verhör konnten wir herausfinden, wer hinter diesem Heimtückchen und Wanderungsversuch steckt. Dwarf. Plus 3 Kausus, also plus 3 für einen Kriegseintritt gegen die. Und wir haben eine neue Forschung entdeckt.
Our poison is the cannon shell that we push from our minds through our mutated thorax and down the specialized segmented abdomen to burst with destructive force upon the mobs of hateful enemies. Tick Cheeklux, Swarm Herald. Säurespeierkaste. Unser Gift ist ein Geschoss, das wir mit Hilfe unseres mutierten Brustkorbs und dem speziell gegliederten Bauch durch reine Gedankenkraft abfeuern. Ein Sperrfeuer der Verwüstung, das auf unsere Feinde herabregnet. Tick Cheeklux, Schwarmbote. Säurespeier, Klasse 3, Eliteeinheit. Können wir uns hier noch ein bisschen genauer anschauen? Nee, hier nicht. Es scheint mir sowas wie eine Artillerie zu sein. Schauen wir uns das gleich mal noch ein bisschen detaillierter an, würde ich sagen. Wieso können wir die bauen? Brauchen wir da noch irgendwelche Gebäude? Ja, Elite-Militäranlage. Krass. Schauen wir uns das einfach mal hier in der Forschung an. Da müsste man ja auch drauf kommen. Ja. Säurespeier. Biochemische Entladung? Ja, keine allzu große Reichweite. Biochemisches Sperrfeuer? Ja, hier. 2 bis 7. Schon sowas wie eine Artillerie. Aber schaut euch mal die Treffer. Wahrscheinlich keine 40%. Das ist ja nix. Wenn wir auf jeden Fall Mods installieren müssen, die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, gepanzerte Artillerie, sag ich mal. Also hält auch ein bisschen was aus. Was hat man so ein HP 60? Schon nicht schlecht, aber vorher brauchen wir natürlich diese Elite-Militäranlage. So, was nehmen wir als nächstes? Weltuntergangswaffe, ja, damit müssen wir uns halt auch wirklich beschäftigen. Mal mit einer Siegvariante. Die Gefräßigen. Eine neue Nahkampfeinheit. Taktische Operation und Gift. Das klingt schon nicht schlecht. Psionische Angriffe werden durch Säure gestärkt. Das wäre was für unsere Versteckten. Wir nehmen das mal. Wir können da den Versteckten noch die Modifikation dazugeben. Wir haben ja genügend Kosmid. Ich weiß, man braucht halt auch Kosmid für zum Beispiel diese Weltuntergangswaffen. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. So, hier können wir jetzt erstmal noch einen Sektor anschließen. Das können wir ja mit der Brüsteleinheiten machen. Müssen wir uns aber überlegen, was für einen Sektor wir nehmen. Was haben wir denn hier Schickes? Tiefseeabbaustation Ölpest. Müssen wir die Ölpest erstmal noch entfernen? Das ist eine ganz normale Küste. Aquatische Algenfauna. Jetzt bis jetzt. Sag ich mal, gefällt mir diese aquatische Algenform noch mit am besten. Da müssen wir aber hier noch den Kampf suchen. Und da wir im Moment eigentlich Krieg führen wollen, werden wir ganz normal dieses Kältekorb anschließen, damit wir hier eine Verbindung haben. Ja, so werden wir das machen. Einer Seite zur anderen bewegt hat. Gibt's noch was? Produktionsvorrat, sehr schön.
gucken, was unser Gegner macht. Die greifen uns tatsächlich nicht an, die wollen doch woanders hin. Objective completed. Ah, das haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Wir nehmen die Belohnung alle. Beziehung verbessert. Super. Jetzt können wir Besitz anfordern. Wow, Klasse 4 Elite-Einheit können wir jetzt uns von den erkaufen. Nicht schlecht. Happiness Event in Colony. Sehr schön, 100% gesteigert. Und eben Happiness Event in Colony. Gesteigert. Empire Task completed. Ach, das ist die Zufriedenheitsblume. Das haben wir sogar als Pionier abgeschlossen. Schlecht. Incoming communication. Vorhut-Fraktion. Deine Werbeart profitieren, aber du darfst dir wirklich Dinge nicht außer Acht lassen. Ja, ja. Incoming communication. Die Assembly. Gut, eine diplomatische Lösung würde den Sieg sichern. Achso, weil wir diesen Diplomat halt freigeschaltet haben, reagieren die jetzt alle drauf. Ja. Incoming communication. Uns beleidigt. Der Einiger freigeschaltet. Geh ein Bündnis mit zwei verschiedenen Spielern ein. Halte ein Bündnis für 20 aufeinander, also unten aufrecht mit zwei Spielern eingehen. Mit dem Assembly könnte man ja ein Bündnis eingehen, aber die sind auch relativ weit weg. Ich glaube, das sind die Assembly. Ne, das sind die Dwarf. Wo sind die Assembly eigentlich? Die haben wir noch gar nicht so richtig entdeckt. Ich schätze mal, die sind unterhalb der Vorhut-Fraktion, also auch relativ weit weg von uns. Ein Angebot erhalten von der Vorhut-Fraktion. Hallo Xektuxado, schön wieder von dir zu hören. Ein Geschenk für dich als Beweis meines guten Willens, auf dass die Beziehung zwischen unseren Leuten dadurch gestärkt werden. Ja, das sagt man nicht. Nein, 50 Energie. Danke sehr. Der Jena beendet einen Nicht-Angriffspakt mit Armen. Die Dwarf haben den Nicht-Angriffspakt mit dem Syndikat beendet. Aus dem Viertel, ja, das sind die Amazonen, die da eingedrungen sind und eingedrungen waren. Ja, Leute, es wird spannend. Die Lage hier oben im Nordosten spitzt sich zu. Unsere Verstärkerarmeen sind auf dem Weg. Wir werden bald 4 vollständige Armeen dann oben im Nordosten haben. Das klingt sehr, sehr gut, finde ich. Und dann werden wir mal versuchen, den Baumkuschlern ein Bein zu stellen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei beim nächsten Mal, wenn es heißt Sahadum zockt Age of Wonders Planetfall. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, es würde mich freuen. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao ciao, euer Sahadum.